Ich bin in Bern geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist von Bern, mein Vater ist vom Kongo. Ich war selber leider noch nie der, aber gehe ich sonst sehr gerne reisen. Überall auf der Welt, ich wüsste nicht, wo ich nicht hergehen würde. Aber ich komme wirklich immer wieder gerne heim. Es ist wirklich, mein Zuhause ist schon Bern. Wenn die Schule jemanden fragt, versteht es jemanden nicht, werde ich als erstes angeschaut. Obwohl ich auch halb von der Schweiz bin. Ja, wenn ich dann manchmal im Zug unterwegs bin und dann eher kontrolliert werde, wenn ich über die Grenze gehe, zum Beispiel auf Mannheim. Es sind ja kleine Sachen, die nicht unbedingt sehr negativ sind, aber es sind einfach auch kleine, im Prinzip Diskriminierungen, die halt sind wegen meiner Hautfarbe. Also, als ich jünger war, kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich negative Erfahrungen gemacht habe. Also jetzt fällt es mir eher mehr auf. Oder vielleicht noch in dem Jahr mehr wahr. Und es ist schon am Anfang, lachst du manchmal drüber. Und dann irgendwann denke ich schon so, ja. Gewöhnt nicht daran, es gibt auch sehr viele dunkelhäutige Schweizer. Ich habe schon das Gefühl, dass die Toleranz im Sport ein bisschen grösser ist. Es ist halt auch, es geht auch nicht so um das. Es ist jetzt egal, ob du Schweizer bist oder nicht, ob du jetzt eine andere Hautfarbe hast. Es geht auch um den Sport. Besonders gut und besonders schön ist auch im Sport, dass man andere Identität finden kann, auch andere Freunde finden kann, andere Stärke finden kann, wo man vielleicht schon weniger hat oder mehr Mühe hat, wo man vielleicht Probleme hat mit der Sprache. Ich glaube, es ist dort eine sehr gute Chance für viele, die zum Beispiel jetzt nicht hier sind aufgewachsen, um sich dort zu integrieren.